Ja, Inken, vielen herzlichen Dank nochmal für die tolle Vorstellung. Michi und ich freuen uns, hier sein zu dürfen auf dem Logistics Summit 2023 und über das spannende Thema Projektrisiko mit euch sprechen zu dürfen. Bevor wir da jetzt in das Thema ganz tief eintauchen, wollen wir noch ein bisschen was über uns erzählen, über Fortner, für all diejenigen von euch, die uns noch nicht kennen. Noch ein weiter, genau. Wir sind 2500 Mitarbeiter weltweit, haben im letzten Jahr einen Jahresumsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das Ganze an 18 Standorten weltweit. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf den Bereich fokussieren, in dem wir uns gerade befinden, in der EMEA-Region, sind das 7 Standorte, unter anderem einer in der wunderschönen Stadt Hamburg, zu dem Michi und ich auch gehören. Wir sind in den Bereichen Distribution und Fulfillment, Paket- und Sortierzentren und Lifecycle Performance Services unterwegs. Ja, und was macht Fortner? Wir machen Intralogistik vom Konzept bis zur Realisierung. Und das ist uns jetzt nochmal ganz besonders wichtig herauszustellen. Wir sind dabei immer lösungsneutral und anbieterunabhängig. Was bedeutet das? Wir suchen für unsere Kunden immer die passende Lösung aus. Das schaffen wir nicht zuletzt durch unsere intelligenten Software-Tools, die uns dabei helfen, die Lösungen zum Beispiel durch Simulation oder Emulation einfach noch ein bisschen greifbarer zu gestalten. Ich finde, für den Punkt jetzt reicht das über Fortner. Starten wir in das Thema ein. Michi, trägst du dein Projektrisiko noch selbst? Lena, die Antwort wäre relativ einfach. Es ist irgendwo ja und irgendwo nein. Es kommt eben wie immer aufs Projekt drauf an. Aber ich will die Frage eigentlich gar nicht jetzt beantworten, oder wir wollen sie in dem Falle nicht beantworten, weil das wäre zu simpel, sondern wir wollen ein bisschen darauf eingehen, wie kommt es überhaupt dazu, ein bisschen erklären, was wir darunter verstehen. In unserer Branche spricht man sehr, sehr ungerne, wenn nicht überhaupt nicht, über Projekte, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Eben, die nicht erfolgreich waren. Gerade als Kunde, als Berater, als Integrator lässt man sowas gerne weg. Aber das wollen wir ein bisschen ändern und wollen darauf auch in unserem Vortrag ein bisschen eingehen. Im Untertitel sprechen wir von erfolgreich. Was meinen wir mit erfolgreich? Erfolgreich bedeutet für uns, dass der Kunde in erster Linie seinen Erfolg hat, seinen Markt bedienen kann und seine Ziele erfolgreich verfolgen kann. Wir haben auch im Untertitel damals verwendet, neu gedacht. Was meinen wir mit neu gedacht? Neu gedacht meinen wir nicht, dass wir einfach eine Methode neu entwickelt haben, die besonders effizient das nächste Konzept erstellt oder besonders effizient ganz schnell eine Lösung generiert, sondern uns geht es wirklich um das Risiko. Wie kann man in einem Projekt, das Risiko kommt vom Kunden, etwas wegnehmen? Wie kann man dem Kunden dabei helfen, ein geringeres Risiko zu haben? Und wie kann man dadurch vielleicht das Projekt erfolgreicher abschließen? Und wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass eben eine Änderung in der Projektstruktur, in den Aufgaben innerhalb eines Projektes genau dazu führen kann, dass eben das Risiko des Gesamtprojektes vom Kunden wegkommt und eben gleichzeitig Motivationsfaktoren schafft, dass eben die Partner des Kunden das auch wirklich wollen und tragen. Aber zum Warum will Lena jetzt was sagen. Wie Michi schon sagt, in unserer Branche ist einfach wahnsinnig viel Bewegung enthalten und niemand konnte erahnen, was heute wirklich alles möglich ist. Also ich meine, das Können von Technologie und Automatisierung ist ja einfach wahnsinnig groß und auch die Robotik, und das sehen wir auch immer wieder bei diesen Veranstaltungen, erhält jetzt so langsam auch Einzug in die Breite. Die Themen haben sich in der Logistik verändert, von Platzproblemen, wobei sind wir mal ehrlich, das gibt es immer noch, hin zu den Buzzwords wie Disruption, Flexibilität, Skalierbarkeit meiner Logistik, Return on Investment meiner neuesten Integration oder aber auch die Systemleistung. Und das Ganze auch ja, erweitert durch den Versuch zu erahnen, welches Ereignis unsere Branche als nächstes extrem verändern wird. Und die Begriffe lassen es erahnen, das sind irgendwie alles Unsicherheiten für uns, denen wir am besten
ja, nicht am besten, am liebsten mit höheren Investitionen begegnen, weil wir es einfach ein bisschen mit Technologie abfedern wollen. Und das ist natürlich getrieben an den immer weiter steigenden und auch gestiegenen Anforderungen am Markt. Ich glaube, Sie wissen es am besten. Diese erhöhen aber auch das Risiko, dass mein Projekt einfach auch zu einem Misserfolg führen kann. Warum? Die Ziele in der Planung und Realisierung sind ebenfalls gestiegen und die Einflussfaktoren darauf sind vielfältig. Wir merken, im Projekt ist heute viel, viel mehr Druck. Was wir auch in unserer Projektarbeit merken ist, wir sollten weg von der Technik als Grundlage und Ausgangspunkt unserer Planung gehen. Wir sollten vielmehr das Denken im Projekt auf die Prozesse fokussieren, um dieses erfolgreich zu machen. Was Lena gesagt hat, ist vom Ausgehen vom Prozess. Das heißt, ausgehend vom Prozess wird man das ideale Gesamtsystem, was man entwickeln will, eigentlich nur mit dem Ansatz wirklich erreichen, wenn man unabhängig von Techniken plant, unabhängig von Produktportfolios, wenn man eben wie ein Berater es üblicherweise auch macht, eben ein Experte in all diesen Punkten ist und einen Expertenfilter darstellt, eben das Optimale findet. Darüber hinaus ist es aber genauso wichtig, dass man eben wie ein Integrator einzeln geplante Systeme integrieren kann, steuern kann und im Gesamtheitlichen auch orchestrieren kann. Und genau diese zwei Punkte sind es übrigens, die einer der Fortner USPs sind. Aber mehr Werbung will ich gar nicht machen. Ich will wieder zurück zum Vortrag. Denn wir haben die Einleitung jetzt gerade geschafft. Wir wollen danach einmal drei Beispiele bringen, die eben nicht ganz so erfolgreich waren. Wollen dann einmal über die Risiken sprechen, wollen darüber sprechen, wie diese Risiken sich verteilen aufgrund der verschiedenen Partner. Und zum Schluss ein paar Ideen geben, wie wir dieses Risiko vielleicht ein bisschen anders verteilen könnten, als es üblicherweise der Fall ist. Zu den drei Beispielen. Kommen wir zu den Beispielen. Alle am Markt beobachtet. Erstes Beispiel, ganz klassisch. Greenfield Logistics Center. Der Planer übernimmt die Gesamtkoordination meines Projektes und bei der Systemanbindung meiner beteiligten Anbieter passt irgendwas nicht und es ist im WMS nicht abbildbar. Die Konsequenz daraus, mein Go-Live verzögert sich um 13 Monate. Das zweite Beispiel ist ein Beispiel eines Fashion-Fulfillment-Systems gewesen. Im Go-Live wurde die Leistung nicht wirklich erreicht. Man hat Nachbesserungen angestrebt, die haben viel gekostet. Man hat sogar 1,5 Jahre Verzug gehabt vom ganzen Projekt. Auch das ist der Presse entnommen und wir sehen das immer mal wieder am Markt. Das dritte Beispiel ist ein Beispiel, da möchte ich etwas ins Detail gehen. Da hat der Planer und genauso der Miniload-Lieferant ein Stützenraster vorgegeben, sollte eigentlich so umgesetzt worden sein, das Stützenraster vom Gebäude, meine ich damit. Leider ist das nicht erfolgt und der Kunde hatte ein Gebäude, worin ein Miniload implementiert werden sollte, aber es konnten weder die Kapazitätsanforderungen erfüllt werden, weil es umgeplant werden musste, noch dass am Ende die Leistung aus diesem System rausgebracht werden konnte. Und ich denke, in Ihren Köpfen werden Sie jetzt viele von weiteren Beispielen haben, wie eben mal was schiefgelaufen sein könnte. Aber wir wollen gar nicht hier uns den Fokus drauf legen, sondern wir wollen mal zu den Risiken springen, die eben genau bei diesen Projekten eben der Fall sein können. Ich fange mit drei Risiken an und Lena wird die dann noch ergänzen. Das erste Risiko, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, dass es ein mögliches Gap zwischen der Lösungsidee, die einmal generiert wurde, geben kann und der Umsetzung, das heißt beim Go-Live, dass die Idee nicht mehr dem entspricht, was man am Ende wirklich realisiert. Das heißt, dass das Verständnis der Anforderungen vielleicht etwas anders war der einzelnen Partner. Das zweite Risiko sind, dass man Anforderungen hat, man Kompromisse eingeht und eben diese umsetzen muss und eben etwas abweicht von dem ursprünglichen System, vom Gesamtsystem und deswegen die Gesamtleistung vielleicht nicht mehr ganz so erreicht, wie es ursprünglich gedacht war. Und das dritte Risiko, das gängig kennen Sie alle, das sind Budgetrisiken. Man hat ein Budget und vielleicht schießt man über dieses Budget hinaus.
Was einem auch immer mal wieder begegnet, ist, dass die Leistung nicht richtig formuliert worden ist. Also, dass wir technische versus operative Leistung haben und das natürlich auch zu einer Anlaufschwierigkeit im Go-Live führen kann. Aber nicht nur im Go-Live existiert das Problem ja dann oder das Risiko, sondern auch in dem Lifecycle der Anlage, der ja dann beginnt. Ein weiteres Risiko, ganz klar, wirtschaftliche Risiken. Beispielsweise kommt es während des Projektes zu Nachforderungen oder aber mein CPU ist einfach deutlich höher, als ich es ursprünglich mal kalkuliert habe. Und so den Klassiker wollen wir auch nicht vergessen, Terminrisiken, irgendwie mein Terminplan verschiebt sich, passiert immer mal wieder, wollen wir also nicht auslassen. Die Liste kann man jetzt auch noch beliebig weiter ergänzen, aber wir wollen jetzt noch mal ein bisschen in die Praxis kommen und wir haben das hier mal ganz unwissenschaftlich dargestellt, aber ich finde, man sieht ganz schön, dass der Hauptleidtragende in den Projekten, die wir vorhin mitgebracht haben, vor allem mit den wirtschaftlichen Aspekten, immer der Kunde ist. Und jetzt stellt sich ja zwangsläufig die Frage, wie lange ist der Kunde denn bereit, das Risiko in diesem vollen Umfang noch zu tragen? Oder aber, wenn man die Perspektive einfach mal auf die Kundenseite lenkt, wie bekomme ich denn jetzt den blauen Teil von mir möglichst klein? Die Risikominderung eines Projektmisserfolgs erfolgt durch einen Partner, der den blauen Teil für mich als Kunden verringert. Und genau darauf wollen wir jetzt einmal noch ein bisschen eingehen. Wir haben die gewöhnliche Aufgabenverteilung mal dort aufgeteilt, im Sinne von, dass wir den Berater, den Hersteller und den Integrator in der Grafik dargestellt haben, in einem Koordinatensystem, welches aus Verantwortung auf der Y-Achse und auf der X-Achse den Kundenschutz bzw. den Erfolg des Kunden oder die Risikominimierung darstellt. Eben wie die Partner sich gegenüber dem Kunden oder mit dem Kunden committen würden, wenn man diese zwei Faktoren eben einmal darstellt oder wie sie halt aufgeteilt werden. Wir wollen an dieser Stelle ganz klar sagen, und das ist für uns wirklich wichtig, weil wir kommen auch aus 70 Jahre lang wirklich Beratungserfahrung mit Kunden. Wir wollen Ihnen klar sagen, dass alle diese drei Modelle definitiv in 80% der Projekte auch zum Erfolg führen werden. Aber, und das ist genau der entscheidende Punkt für uns, dass eben es auch genau solche Projekte wie die drei, die wir Ihnen vorgestellt haben, im Kurzen, eben auch gibt. Und die waren in Planer und in Integratorhand und sind eben nicht ganz so gut gelaufen. Planer und Integrator sind in ihrer Rolle super starke Partner für den Kunden. Diese Rolle ist jedoch mit Einschränkungen behaftet, die wir jetzt noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Der Herstellerintegrator arbeitet mit einem vorgeplanten Konzept oder aber plant mit seinem eigenen Produktportfolio. Muss etwas für das Konzept hinzugekauft werden? Entsteht vielleicht eine Wissenslücke, ich kann das mit meiner Software vielleicht nicht abbilden. Solange aber für mich als Herstellerintegrator sichergestellt ist, dass die Produkte aus meinem Produktportfolio auch sicher integriert werden, ist das Projekt für mich ein Erfolg. Ein extra Schritt zur Übernahme von mehr Kundenschutz oder Risiko und Verantwortung für den Erfolg eines Projektes, das ist für ihn in der Art und Weise nicht notwendig. Das gefährdet aber den Projekterfolg des Kunden, denn dieses Modell sichert den Erfolg nicht maximal ab. Und dann haben wir noch den Planer. Der Planer natürlich plant das ideale Konzept für seinen Kunden. Und er wird auch versuchen, dieses Konzept so lange wie möglich durchzutragen. Jedoch wird es früher oder später zu dem Punkt kommen, an dem ich dieses Konzept bearbeiten muss, weil beispielsweise mein favorisierter Anbieter nicht alle Module liefern kann, die ich in meiner Lösung gerne haben möchte. Und zuletzt, Haftung oder Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes übernimmt der Planer nicht. Beide Ansätze, die Lena jetzt ausgeführt hat, zeigen eigentlich, dass das Interesse des Kunden oder eben der Erfolg des Kunden
eben beim Projektabschluss nicht mehr ganz an oberster Stelle steht, weil jeder sich zu seinen vertraglichen Sachen committet und diese halt auch möglichst erfüllen will. Sei es eben durch das Produktportfolio, durch Anpassungen an der Lösungsidee, sei es durch das Angebot, was ein Lieferant halt kann und was er nicht kann, oder eben auch, dass eben das gesamte operative Ziel durch diese Anpassungen eben bei der Inbetriebnahme dann nicht mehr ganz so ist, wie die ursprüngliche Idee war und eben nicht mehr vollständig erfüllt werden kann. Das ist alles keine böse Absicht von all diesen Partnern. Und das will man auch nicht, das ist auch definitiv nicht so, sondern es ist eben geschuldet in der Herangehensweise, weil man eben an den verschiedenen Stufen an diese Punkte kommt, dass man etwas anpassen muss, dass man den optimalen Weg etwas verlassen muss. Beide Partner sind für den Kunden essentiell und wichtig. Und Verzögerungen, die in diesem Projektablauf sich ergeben oder eben auch Kosten oder eben Nachforderungen sind bei beiden Ansätzen Sachen, die mehr ein Image-Schaden von den einzelnen Partnern sind, als dass sie wirklich am Ende zu erheblichen monetären Einschränkungen beim Kunden führen. Aber ebenso ist es auch umgekehrt mit dem Erfolg. Weder beim Integrator noch beim Planer wird ein höherer Erfolg angestrebt, weil es eben auch nur in Anführungszeichen ein Image-Thema ist. Ich kann versuchen, eine frühere Realisierung zu erreichen. Ich kann versuchen, etwas kostengünstiger herzustellen. Aber ich habe mich in einem Vertrag zu etwas committed und das möchte ich eigentlich in erster Linie füllen. Ich muss es nicht unbedingt übererfüllen. Und das ist der Grund, dass eben all diese Punkte keine direkte Auswirkung auf den EBITDA der Partner haben. Und somit hat der Partner, eben der Planer und der Integrator, nicht das Erstreben, die Leistung oder eben die Verantwortung zu erhöhen. Wie schon oft im Vortrag erwähnt, an der einen oder anderen Stelle, Projekte werden immer komplexer. Sie werden umfangreicher und auch essentiell für das Überleben des Kunden am Markt. Bei dieser Kombination aus Anforderung und Komplexität ist es ja aber auch einfach nicht verwunderlich, dass der Kunde sagt, ich möchte das Risiko der Leistungserbringung beauftragter Dritter einfach nicht mehr tragen. Warum also nicht weiter gucken? Der Ansatz oben rechts vielleicht. Also ein Modell, das ein intrinsisches Interesse oder eine intrinsische Motivation beim Partner anstößt, die Ziele des Kunden, also den Projekterfolg des Kunden, an die erste Stelle zu setzen. Eine Methodik, bei der zum Beispiel die Zielerreichung durch monetäre Aspekte für den Partner abgebildet und oder, das kommt immer so ein bisschen auf das Projekt-Setup auch an, die vereinbarte Erreichung der Leistung vertraglich fixiert wird. Also stellt sich die Frage, wie Sie hier auf der Folie auch sehen, warum wählt man nicht immer oben rechts? Das ist relativ schnell beantwortet. Oben rechts ist nicht ganz einfach. Ich will Ihnen ein paar Punkte nennen, die eben dieser Partner wirklich können muss. Und das ist, es muss innerhalb des Projektes, die Zieldefinition muss partnerschaftlich getroffen werden. Sie muss wirklich beide zusammen müssen ein Commitment abgeben, dass sie dieses Ziel erreichen wollen und dass sie sich dafür 100% einsetzen. Es reicht dabei nicht einfach, dass man eine Ausschreibung bekommt, dass man die durchgeht, dass man sagt, okay, das sind die Key-Punkte, auf die Zahlen möchte ich mich committen und fertig, sondern es geht darum, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Der Partner muss zudem dem Kunden bewiesen haben, dass er vertrauenswürdig ist und es muss ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen beiden existieren. Der Partner muss sowohl das Design als auch alle Prozesse beherrschen und abbilden können. Er darf keine Kompromisse eingehen. Der Partner braucht die Ressourcen, sowohl die Methode als auch die Methodiken, um eben langfristig mit dem Kunden zusammenzuarbeiten, nicht nur über eine kleine Sales-Periode, sondern wirklich langfristig, strategisch. Der Partner muss unabhängig sein, er muss keine Kompromisse eingehen, er darf keine Kompromisse eingehen, sowohl in der Technik als auch in der Software. Und das sind wesentliche Aspekte. Der Partner muss eben ein Experte sein in der Lösungsfindung, ähnlich wie der Berater, und er muss in der Steuerung ein Experte sein.
Er muss sämtliche Subsysteme koordinieren können. Er muss sie orchestrieren können. Er muss auch die Kommunikation zum übergeordneten Kundensystem gut können und jeglichen Kunden anbinden können. Und zum Schluss muss der Partner noch einige andere Aspekte können, einige Rollen, die noch zusätzlich dazu sind. Er muss ein detailliertes mechanisches wie elektrisches Engineering haben. Er muss einen Vor-Ort-Support haben. Er muss einen Go-Live-Support haben. Er muss Projekt-, Risiko-, Baustellenmanagement, Cashflow-Management. Er muss auch Budgetverantwortung haben. Und er muss auch das Ramp-up mit dem Kunden zusammen gut hinkriegen. Und all diese Faktoren sind wesentlich, um eben diesen Oben-Rechts-Ansatz auch wirklich unterstützen zu können. Und so stellt sich auch die Frage, ist dieser Ansatz immer das Gelbe vom Ei? Wir sagen, nicht immer. Der Ansatz ist nicht der preiswerteste, aber definitiv der sicherste. Oben rechts ist immer dann richtig, wenn ich als Kunde mein Risiko im Projekt auf jemand anders verlagern möchte. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel brauche ich Sicherheit im Projekt, da es vielleicht die höchste Investition meiner Unternehmensgeschichte ist. Oder aber ich habe keine Ressourcen oder Kenntnisse, die dieses Projekt abbilden könnten. Oder aber ich habe ein super komplexes Projekt, bei dem ich einen Mix aus Technologien integrieren möchte, bei dem ich mich aber technologisch und wirtschaftlich absichern möchte. Auch diese Liste lässt sich definitiv durch weitere Punkte erarbeiten, aber was sie alle miteinander gemeinsam haben, ist, dass ich dafür einen Partner benötige, der an meiner Seite steht, mein Risiko trägt und das Projekt für mich erfolgreich macht. Und wer jetzt neugierig geworden ist, den laden wir einmal bei uns am Stand vorbeizuschauen. Das ist auch gar nicht so weit weg von hier. Ich glaube, das ist B4. Da sind unsere Kollegen schon vor Ort und freuen sich auf Gespräche mit euch. Und ja, an dieser Stelle möchten wir uns bei euch, dem Publikum, bedanken für das Interesse, dass ihr da gewesen seid. Wir wünschen euch noch einen tollen Messetag oder einen tollen Summit-Tag, würde ich sagen. Und ja, Michi. Und würden uns freuen, wenn wir ein bisschen darüber diskutieren können, wie wir Sie eben unterstützen können. Vielen Dank. Ich danke euch, lieber Michael, liebe Lena. Ich habe noch eine Frage reinbekommen, die finde ich ganz spannend, die würde ich euch jetzt mal stellen. Und zwar fragt Felix, wie wird gesichert, dass sich die Kunden nach mehr Partner-Commitment nicht zurücklehnen und selbst zum Projektrisiko werden? In erster Linie dadurch, dass wir sie halt monetär auch unterstützen müssen, dass man die partnerschaftliche Verantwortung halt auch zusammentragen kann und vor allen Dingen eben durch die vertragliche Konstellation auch, dass man absichert, dass eben genau dieses Zurücklehnen eben nicht der Fall sein darf. Das heißt, es ist auch erfahrungsgemäß auch noch nie vorgekommen, sondern geht alles seinen Gang. Richtig. Ja. Gibt es noch spontane Fragen? Dann gerne einmal die Hand heben, dann kommen wir mit einem Mikrofon vorbei. Nee, alle happy, so wie es aussieht. Dann würde ich sagen, nehmt sie beim Wort, besucht sie gerne am Stand und dann bitte ich nochmal um einen Riesenapplaus bitte für Lena Reddich und Michael Geisinger. Danke euch.